Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur 83. Folge von unserer Motognovi. Heute ein Tag vor Weihnachten und da dachte ich, können wir uns doch mal unseren Verein beschenken mit einer neuen, nicen Freeze-Card. Ihr seht es hier sogar schon unter meiner Cam. Es kam gestern ja Dembélé, es kam Tsomaximor, Chiellini, auch ein Gosens und ich glaube Moreno heißt er noch, ein Rechtsverteidiger aus der Liga. Also auf jeden Fall eine heftige Auswahl. Endlich hat EA mal vernünftigen Content gedroppt, auch wenn natürlich die Dembélés und Tsomaximors extrem teuer sind, gibt es trotzdem eine SBC, die ich extrem interessant finde, und zwar Awa. Ich sag's euch ja immer so, wie es ist. Mir ist es wichtig bei SBC-Karten, dass es wenig Alternativen gibt und dass sie natürlich dementsprechend günstig ist. Und Awa kommt mit ungefähr 100 bis 110k daher, hat ja der 86er Bewertung, kann man auch zur Not, glaube ich, als ZM spielen, neben einem defensiven Spieler. Also ich glaube, auch das werde ich in Zukunft mal machen. Und zusätzlich, also den werden wir heute abschließen, und zusätzlich gab es noch einen richtig geilen weiteren ZDM. Und zwar den guten Kappa, der ja einfach kostenlos zum Spielen ist. Man muss 12 Spiele spielen. Damit werden wir auch heute anfangen, zocken noch ein bisschen Gaia und Awa. Vorne dazu habe ich mir ein Team gebaut, was dann passt zu dem Manager-Meisterstück mit 8 La-Liga-Spielern in der Startelf. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ansonsten ja, gibt es eigentlich nicht so viel Neues. War aber eine ganze Menge und das ist die zweite SBC, ich glaube die dritte überhaupt nach Atal, nach Gaia und jetzt Awa. Ich mache ihn aber auch, weil es oft in der Ligue 1 an Franzosen scheitert, gerade im Angriff. Es gibt halt Mbappé und Neymar, schon klar, aber darüber hinaus halt eigentlich fast gar nichts mehr. Kein Icardi oder kein, was weiß ich, mir fallen schon kaum großartig andere Karten ein. Auch einen Di Maria mit einer Special Card ist auch immer schwierig. Gerade wegen dem Weak Foot, der hat natürlich die ein oder andere, aber wie gesagt, deswegen, dadurch, dass es wenig Alternativen gibt und ich einfach Awa auch schon im letzten Jahr war das, glaube ich, extrem gerne gespielt habe und ich denke mir so, komm, warum denn nicht? Ich habe noch ein paar Untersprache im Verein, auch wenn ich natürlich die auch für Icon-SBCs sparen möchte, die kommen aber auch nicht so wirklich und EA hat es geschafft, dass ich schwach geworden bin bei der Karte. Sagen wir es mal ganz ehrlich, ja, ich finde ihn auch gut, aber ich habe auch einfach Bock darauf und deswegen mache ich ihn. Nicht wundern, falls ihr das Team nachbaut, ich habe auf jedem Spieler Loyalität, die waren alle im Verein, das heißt, ich musste überhaupt nichts ausgeben. Und dann schließen wir den guten Awa ab und hoffen natürlich, dass der ja ordentlich rasiert, denn gute Stats hat er auf jeden Fall, hat noch Forster. Ich kann ihn, wie gesagt, sowohl auf dem Flügel spielen als ZM, aber ich werde ihn wahrscheinlich langfristig neben einem defensiven Spieler als ZM spielen. Ich glaube, das sagt mir einfach mein Gefühl, dass der da gut ist. Mit einem Shadow Chemistry Style, ich habe jetzt auch Carlos Soler da gespielt. Ich brauche immer einen Spieler bei meiner Spielweise, brauche ich immer einen Spieler, der einfach technisch richtig gut ist. Deswegen hat mir Carlos Soler beispielsweise auch letzte Weekend League so super gut gefallen. Und ich hatte das auch schon häufiger. Ja, dass ich da solche Karten gespielt habe, auch schon im letzten Jahr. 84 Ausdauer ist vielleicht das einzige Manko. Wir machen auf ihn wahrscheinlich einen Hunter oder einen Engine drauf, habe ich mich persönlich noch gar nicht mit so wirklich befasst. Machen wir dann zur nächsten Folge. Morgen kriegen wir auch noch unsere Elite 1 Rewards und ich denke mal, ja, dafür, dass ich dann Elite 1 kam, kann ich mir auch mal die Karte erlauben. Ich habe noch weiter investiert. Dazu kam ja gestern das Video. Wir sind jetzt bei fast 3000 Karten. Da sollten wir hoffentlich dann die 100k locker wieder rausholen. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir einfach direkt mal rein. Und zwar ins Manager-Meisterstück. Ich zeige euch einmal ganz kurz das Team. Ich hoffe, Awa ist schon drin. Ne, noch nicht. Wir haben 3 Lyon-Spieler, logischerweise. Wir brauchen aber 8 aus La Liga. Kommen auf jeden Fall easy auf 100 Chemie, außer Dest und hier der Cornet. Die haben beide 8, was aber, wie gesagt, echt nicht so schlimm ist. Gaia vorne mit Matches und mit Cornet 2 schnelle Flügel, Koundé und Militao und eine richtig gute, stabile Abwehr. Ich denke mal, da haben wir vergleichsweise ein echt solides Team. Gehen wir mal rein und testen wir mal den guten Awa, ne? Auf geht's. So, erster Gegner hat Inaki und Fati. Und ansonsten, naja, ist da nicht so viel. Es ist so eine Two-Man-Army. Keine One-Man-Army, sondern 2 Leute halt. Der Rest mit Neto zumindest noch im Tor. Aber ansonsten auch ein paar Non-Wares. Ich glaube, auch der LV ist nicht besonders schnell. Vom Team her, glaube ich, sind wir da ein Stück besser aufgestellt, ne? Gut, Koundé. So, Gaia und Awa. Unsere beiden Freeze-Karten da vorne. Der haut den Awa direkt erstmal um. Kann wohl nicht wahr sein, aber Gaia
ist ordentlich schnell und sollte den mit links eigentlich direkt reinhauen. Let's go. Von Guy habe ich euch ja auch schon sehr viel vorgeschwärmt, dass ich den echt nice finde. Jetzt seht ihr zumindest auch noch mal ein bisschen mehr Live-Gameplay. Ich glaube, in der Folge mit ihm haben wir da nicht so viel spielen können. Den können wir ja sogar noch mittesten. So haben wir jetzt auf jeden Fall einen richtig geilen Angriff. Da ist Olaza, da ist Mendes wieder. Doppelpass vielleicht mit Koundé. Der kommt irgendwie durch und Mendes haut das Ding rein. 2:0 nach 9 Minuten. Das scheint ja hier, ja, sehr gut zu laufen. Gegner kommt hier mit dem Marcos, mit Sobrino. Ja, kenne ich jetzt persönlich nicht, um ehrlich zu sein. Scheint wohl Linksfuß zu sein, war nämlich ein solider Abschluss mit links. Da ist Fatih, aber Mendes. Ja, der kommt wieder auf Koundé, aber macht nichts. Jetzt in die Mitte, da ist Gaia. Komm, legen wir nochmal rüber auf unseren Mann, den wir gerade erst abgeschlossen haben. Premierentreffer, mein Freund. Premierentreffer, let's go. 3-0. Ja, ich weiß nicht, ob der Gegner bis zum Ende hier drin bleibt. Ich vermute ganz ehrlich schon. Auf geht's. Komm, Gaia wieder, macht die Meter. Also wir dominieren den hier halt schon komplett, ne? Das muss man aber ganz ehrlich sagen, eigentlich spielst du ja immer in diesen Spielmodi gegen Leute auf deinem Division Rivals Rang, also keine Ahnung, 2000er Skillwert, aber ja, also schlecht ist jetzt nicht, aber merkt man jetzt nicht so viel von, wenn es jetzt schon 4:0 steht. Gegner kommt hier nochmal, spielt auf Inaki und haut das Ding rein und um ganz ehrlich zu sein, macht er jetzt nichts mehr? Klemmt er jetzt den Controller ein oder so? Ja, ne? Wow! Ja. Gegner schießt ein Tor, klemmt den Controller ein und ich darf jetzt hier 60 Minuten chillen. Scheint so, ne? Ich werde mal ganz kurz raussuchen, was ich sonst noch für Aufgaben machen muss. Irgendwie flanken oder so. Die kann ich ja dann jetzt in der Zeit machen, weil das schneide ich euch jetzt wahrscheinlich ins Video. Ich hasse es, ganz ehrlich, ich hasse solche Leute einfach. Yay! Das waren ungefähr die spannendsten 6 Minuten meines Lebens. Ja. Haben wir gewonnen, das Spiel auf jeden Fall. Geiler Typ hier. Rock an Gold, muss ich sagen. Einfach mal fettes Shoutout geht raus. 86% Ballbesitz habe ich ihn einfach komplett rasiert. Ja, wir gucken mal und hoffen, dass der nächste Gegner vernünftiger ist, ne? Auf geht's, rein da, zweites Spiel. David Volland, Atal Sambia, Diallo. Das sieht doch auf jeden Fall nach einem aus, der schon mal ein paar Objectives gemacht hat. Ja, solides Team, viele Verteidiger. Ich glaube, der braucht die Verteidiger-Flanken noch für... Wer war es denn nochmal, den man erspielen muss? Ah ja, Volland logischerweise. Schauen wir mal, was das hier so gibt. So, auf geht's. Mal der erste richtige Angriff. Jetzt Aua gegen Kolodziak. Der hat auch ordentlich Pace, glaube ich, diese Silberkarte. Aber Aua rennt ihm da gut davon. Versuchen wir mal den Finesse und das hat er richtig geil gemacht. Let's go, Aua. Das war so die Szene, die ich brauchte für das heutige Video, wo ich euch einfach mal zeigen konnte, wie ist sein Pace, wie ist sein Abschluss. Und das sah auf jeden Fall richtig ordentlich aus. Aua. Ja, Doppelpass kommt, müsste kommen. Aua läuft. Guter Ball von Gaia. Nochmal der Fake-Shot. Haben wir ihn mal wieder richtig schön hops genommen. Let's go, Aua. 2:0 zusammen mit Gaia. Das ist ein nices Sturmduo, was mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Sind jetzt nicht so komplette Metakarten, sind aber echt auch ziemlich underrated, finde ich. Von daher, also kann man beide sehr, 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 sehr sauber spielen. Passend zur Meta, nicht so wirklich groß, klein, beweglich, schnell. Schauen wir nochmal. Direkt im nächsten Angriff, da ist wieder Aua. Der geht hier richtig ab. Ballrolle, das wird für ihn gar kein Problem sein. Dann steht es hier 3:0. Und dann ist das Ding auch schon wieder, ja, wahrscheinlich in trockenen Tüchern, ne? Meditao mit Koundé, vielleicht ein Doppelpass oder jetzt Matschis, Doppel R1, da kommen wir vorbei, das ist richtig nice gemacht, 4:0. Ja, wir rasieren hier ordentlich durch die Objectives, das muss man mal sagen. Rausgehen tut aber auch keiner, das ist halt kein Icon-Swaps hier leider, ne? Der macht natürlich Aua und der ist halt so klein eigentlich im Game, wenn man sich das hier mal so anguckt. Hoffe ich, der geht nicht gegen Pfosten. Ne, drin das Ding. Auf geht's, Gaia. Pace, Junge, pace ihm davon. Rumläuft noch Aua. Mal schauen, wie gut der mitläuft. Versuchen wir mal Kopfballtor. Komm, Kopfball! Ja, okay. Das war jetzt kein wirklicher Kopfball. 6:0. Naja, das Spiel plätschert dann so ein bisschen vor sich hin. Ne? Sind wir mal ehrlich.
Und Gegner macht hier das 6:1 mit Kevin Volland. Ja, hat er gut gemacht, muss man sagen. So, das Spiel ist geschafft. Ich sage es euch so, wie es ist. Also ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal ob Adjectives erspielt im Video. War jetzt nicht so mein absoluter Favorit. Beide Spiele, darf ich das so sagen? Ja, waren extrem langweilig zum Spielen. Der eine spielt überhaupt nicht, der andere hat gefühlt auch nicht mehr richtig weitergespielt. Aua, hat 5 Tore gemacht, war eine ganze Menge. Vorlage mit Gaia haben wir noch hinbekommen. Also für die Objective war es gut, um Aua zu testen. Wir packen den auf jeden Fall in unser Weekend League Team. Das seht ihr dann wahrscheinlich am Freitag oder so in der Folge. Spätestens am Samstag. Es kann sein, dass Freitag mal keine Folge kommt. Wegen Weihnachten morgen auf jeden Fall aber noch meine Elite 1 Rewards. Aua haben wir heute fertig gemacht. Und einen guten Eindruck hat er auf jeden Fall gemacht. Wir haben ja sowieso auch Kylian Mbappé untauschbar, deswegen werden wir da, glaube ich, viel mit dem machen können, um den einfach gut zu verlinken. Mondi haben wir untauschbar, wir haben Lacundé untauschbar, da haben wir eigentlich schon 4 absolut stabile Spieler fürs nächste Weekend im Team und dann hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Ja, spielerisch gesehen vielleicht jetzt nicht eine der geilsten Folgen, gebe ich ja zu, aber der Rest sollte auf jeden Fall klar gehen mit Aua und diesen Kappa können wir dann vielleicht auch noch einbauen ins nächste Team. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, falls wir uns nicht mehr vorhören. Ansonsten, ja, wie gesagt, morgen noch meine Elite 1 Rewards. So wie immer, schaltet da auch gerne wieder ein. Lasst ein kostenloses Abo da und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.